Da bin ich also gelandet. In einem Mülleimer mit einer Krabbe auf dem Kopf und Dr. Auge fliegt die ganze Zeit um mich herum. Was könnte nur noch Schlimmeres passieren, um diesen Tag noch schlimmer zu machen? Es gibt da eigentlich nichts. Außer dieser Typ hier. Woo. Yeah. Lars. High five. Yo, high five, high five. Oh, nein, Alter, warte. Ich habe einfach gerade ein Foto gemacht. Roman, wir müssen Sicherheitsabstand einhalten. Ah ja, stimmt. Mach mal den Abstand. 1,5 Meter, bitte. Ein Meter. Hallo. Guten Tag. Moin, was geht? Moin, moin. Meine werten Damen und Herren, heute gibt's was ganz Besonderes. Ich habe extra Lars mit eingepackt in den Rucksack. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Und zwar, Lars, komm mit. Steig hier mit mir. Oder nimm die Karre. Nimm die dicke Natürlich, Karre. Ich nehme hier die. Guck mal, oben diese Krabbe, die ist einfach auf dem Dach, gell? Die ist einfach immer am Grooven und am Dancen. Lol, tatsächlich. Sieht cool aus, gell? Die Krabbe habe ich übrigens ohne dich mal leider machen müssen, Lars. Das war ein super top Secret. Deswegen hatte ich dich da leider nicht mit dabei. Aber was wir machen können, ist ein anderes Secret, was wir schon länger hätten machen müssen, weil jeder hat es schon auf ganz YouTube gemacht, Lars. Es gibt Leute, warte bitte mal. Flieg, bitte nein, flieg, nein, ich fliege. Die haben das geupdatet, Lars. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, mit dem Helikopter E zu drücken, ne? Und dann hebt der ab. Weißt du, wie ich meine? Okay. Das heißt, das ist ein neuer Patch. Ja, ja, das war davor immer ganz schön kritisch. So, was wir jetzt machen müssen, ist, wir würden jetzt... Alles gut, Lars. Ich bin noch guter Pilot. Alles easy. Wir werden jetzt hier... Nein, ganz entspannt landen. So, genau. Und werden jetzt den Job von diesem Toxic-Ding hier annehmen. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon alle, Leute. Es gibt natürlich ein neues Fahrzeug, was wir noch nicht geholt haben. Es funktioniert so. Wir müssen auf jeden Fall diesen Job hier aktivieren. Normalerweise müssten wir jetzt also diese Toxic-Waste-Teile sammeln. Aber statt das zu machen... Machen wir das nicht, genau. Wir haben extra den Helikopter mitgenommen, um jetzt tatsächlich hier abzuheben. Warte mal, ich heb ab. So. Oh mein Gott. Alter, was für eine kranke Sache. Was wir jetzt machen werden, statt diese Toxic Barrels zu sammeln und Louis zu bringen in diese eine Schlucht dort unten, ne, werden wir Louis direkt besuchen. Denn wir können nämlich in eines von diesen radioaktiven Tubendingern können wir reinfliegen. Doch, Mann, Lars, Fliegen pass auf. Kann ich mich einfach reinfallen lassen? Warte, ich glaube, du kannst dich auch reinfallen lassen. Ich bin mir nur nicht und ganz tschüss. Sicher. Funktioniert es? Bist du drin? Lol, ist das tief. Bist du drin? Lol. Komm runter. Hä, oh ist mein ja Gott, voll ist krass. Ist tief. Hui! Oh mein Gott. Sind einfach so voll die Riesen. Hier ist einfach eine Hüpfburg. Hier ist, glaube ich, auch eine Hüpfburg drin, ja? Mann, und Riesenenten. Oh mein Gott, das ist tatsächlich so. Also, das ist das Secret. Falls ihr es noch nicht wusstet, Job annehmen. Auf jeden Fall hier in diesen Atomkraftwerk-Sache reinspringen und dann mit Lars hier in der Hüpfburg herumjumpen. Hui! Lars wird hier einen neuen Rekord aufstellen. Muss man den Job zwingend annehmen? Ja, der Job muss angenommen werden. Der Grund dafür ist tatsächlich, dass man dann Louis, der ist normalerweise hier drin, ne? Und wenn man den sozusagen hier drinne hat, wenn man den Job nicht annimmt, dann stört er einen bei einer ganz besonderen Sache. Man kann hier eine Sache ganz besonders machen, und zwar den Fernseher aktivieren, indem man hier, glaube ich, auf diesen roten Dings drauf drückt. Ja. Wohnt er hier? Ja, der wohnt hier. Das ist der Louis, das ist dem sein Zuhause sozusagen. Ach so, und der wohnt hier drin. Noch ein bisschen sein. Ja, das ist sein Fernseher. Ein paar von diesen Barrels hat er hier drin. Und das kann man hier nur machen, wenn der Louis nicht da ist. Deswegen glaube, muss man ihn Louis zur Arbeit wirklich rufen. Der Louis hat ein radioaktives Problem, würde ich der mal sagen. Der hat echt, glaube ich, auch ein radioaktives Problem. Und hier kannst du tatsächlich mit diesem Schlüssel hier, glaube ich, interact. Ne? Drück mal da F drauf und dann dürftest du was Neues bekommen. Es ist Toxic das Fahrzeug. Waste Car? Es ist das Toxic, Toxic Waste Car. Ich weiß nicht ganz genau, wie man hier rauskommen kann. Ich wollte nur gucken. Ich glaube, man kommt mit dem Hüpfding hier wieder raus. Denkst du, man kommt hier mit dem Hüftding wieder raus? Ich glaube, es gab hier nochmal irgendwas freizuschalten, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das ging. Es ging um so eine... Wie in den Fernseher. Spring mal ins Wasser. Ins Wasser? Was passiert da? Mach mal. Oh mein Gott. Jetzt sind wir... Ach, weißt du, lol, wir sind jetzt hier in dieser Produktion hier wieder gelandet und wir haben sogar ein Fahrzeug. Ach, lol, jetzt haben wir sogar dieses Kostüm bekommen. Ja, klasse, dann haben wir das jetzt alles fertig. Okay, jetzt verstehen wir auch, woher die ganze Zeit diese Barrels wieder herkommen. Es ist ein ewiger Kreislauf. Louis wird damit gefüttert und dann kackt er in diesen See rein. Bronzenschleusen. Hier geht's, glaube ich, echt nicht so gut. Warte, ich will auch grün sein. Ich glaube, wir können den Job sogar einfach abbrechen. So, abgebrochen. Juhu. Warte, damit ist jetzt Musik vorbei. Ich bin der unglaubliche Hulk. So siehst du aus. Okay, so, damit haben wir das. Wollen wir den Bus nehmen? Eigentlich würde ich gerne das neue Fahrzeug ausprobieren. Ich habe es schon öfters gesehen. Viele haben das schon auch auf YouTube so ein bisschen gefunden gehabt. Aber darum geht es nämlich heute gar nicht. Wir wollen heute gar nicht das machen. Na, oh, guck mal, da haben wir doch gleich eine Station. Guck mal, lass hier aussteigen. Ne? Was wir eigentlich machen wollen in der Folge,
ist nämlich eigentlich die Karren zu tunen. Es ist nämlich möglich, eigentlich alle Fahrzeuge zu tunen, Wombs Life. Das haben wir noch nie gemacht. Krank, gell? Schau dir das mal an. Alter, ist das ein krankes Fahrzeug. Das ist, was soll das überhaupt sein? Hey, ich habe eine Idee. Kannst du vielleicht das Rocket Car nochmal nehmen und dann testen wir gleich, welches schneller ist, ob das radioaktive Auto schneller ist oder das Rocket Car? Lass es mal in der Stadt gleich machen. Alter, ich steck ist das schleimig, diese Karre hier. Okay, Junge. Raketenauto. Ich warte in der Stadt auf dich. Und dann lass mal bei einer geraden Strecke einfach mal ein Rennen machen, wer von uns beiden jetzt tatsächlich der Schnellere ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Wendekreis vom radioaktiven Auto deutlich schlechter ist. Der ist echt deutlich noch schlechter. Ja, ja. Also weil wirklich, das sind ja wie so Barrels, auf denen man fährt. Und ich glaube sogar, dass das radioaktive Auto nicht schneller ist als das Rocket Car. Muss ich ganz ehrlich zu dir sein. Oha! Alter, bist du da gerade den Berg wieder hochgefahren? Okay. Ja, klar. Stell dich mal hier hin und dann lass mal gleich versuchen, hier ein kleines Rennen zu machen. Rocket Car gegen... Boah, das gegen... ist so schlecht zu... Na, ja, diese kleinen Reifen vorne sind so kompliziert immer, gell? Mal okay, stell dich hin. Auf die Plätze. Fertig. Go! Oh mein Gott. Wer von uns ist schneller? Ich gebe Vollgas. Holst du mich ein? Bin ich schneller, nee, Lars? Tatsächlich ist, glaube ich, das Waste-Ding schneller. Whoa! Wow! Aber oh du bist mein... auch ein bisschen... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein du Gott. Du fliegst. Oh mein... What the fish? Ich fliege halt echt, Mann. Oh mein Gott, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Ah, als ob aber das ich... Toxic Waste-Car ist schneller als das Race-Car? Aber ich glaube, du hast auch irgendwie Dings. Speed-Bonus? Ja, ich glaube, du hast zu schnell runtergezählt und hast dann Gas gegeben. Denkst du, aber ich bin ja auch von dir weggezogen, oder? Lol, da bist du ja auf dem Hüpfball. Bleib stehen. Wow, what the fish? Ich frage mich halt, können die nicht mal so eine Strecke machen, wo man dann noch Vollgas gibt? Ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir wollten ja heute sowieso tunen. Du der hast Typ diesen ist richtig Ball. Sauer auf dich. Ja, aber der ist echt richtig sauer auf mich. Komm, zieh ab, Mann. Wie kann man sich eigentlich mit jemandem anlegen, der ein radioaktives Auto hat. Oh, ich musste niesen. Versuch mal diesen Ball, auf dem du gerade hüpfst. Lass mal gleich in die Tuning-Garage reinfahren, weil das wollte ich nämlich heute sowieso machen. Ne? Wollte ich gerne ausprobieren, wie kann man die Autos tunen. Es gibt nämlich super viele Autos, die man tunen kann. Und da hat man ja immer diese Tuning-Garage hier. Und da kann man immer die Farbe aussuchen. Das geht nicht. You do not own this vehicle. You do not own this vehicle. Ich suche gerade, was man hier eigentlich theoretischerweise machen könnte. Ich glaube, was ich wirklich am coolsten hier finde, ist wirklich dieses Fahrzeug hier. Oh, Junge. Oh, Lars, das musst du unbedingt mal bewerten. Ey, wir müssen auch noch die neuen Klamotten müssen wir auch noch anziehen. Guck mal, Lars, wie das aussieht. Oh, ey, yo, sieht cool aus, oder? Ich finde, das sieht mega aus, dieses Toxic Waste Car. Ja, irgendwie schon. Wenn man das so schwarz sieht fährt. Sieht ein bisschen aus wie dein Minecraft-Skin. Ja, gell, ein bisschen, stimmt, wie so ein Aerosol-Mobil sieht das aus. Aerosol-Mobil. Oh mein Gott. Warte, ich fahr mal jetzt hier. Ah, oh, stopp, Hilfe. Sag mal, ich will auch mal mein Rocket Car tunen. Kann ich das? Ja, klar. Du fährst, wenn es dein Rocket Car ist, fährst du einfach rein und dann kannst du es direkt tunen. Ich möchte nämlich auch nochmal eins tunen. Ich möchte sehen, was man für Autos alle noch tunen kann. Das hier habe ich alles noch nicht getunt. Ich möchte das hier mal tunen. Das Wohnmobil. Das muss man auch mal tunen. Oha! Oh, in Rot sieht es viel besser aus, Mann. Das sieht ja wirklich, ne, voll schnell aus. So, ich zeig dir mal, wie man ein richtiges Auto tunet. Ich finde auch, dass es so in Rot sieht es ein bisschen aus wie von Star Wars. Oh mein Gott. X-Wing Fighter, oder wie die heißen. Ist es schrottig, Mann. Man kann einfach beim Wohnmobil nur den vorderen Part sozusagen tunen. Aber egal, ich mach's trotzdem. Ich würde gerne. Guck mal, jetzt habe ich das vorne auch blau. Aber warte mal, der Blauton muss ein bisschen heller sein, damit es besser aussieht. Wow. So sieht es besser aus. Guck mal, da passt jetzt alles sozusagen in eine Farbe rein. Sieht sehr familiär aus. Ich finde auch, das sieht auch sehr familiär aus. Warte mal, ich versuche jetzt mal kurz nochmal ein anderes Auto zu holen, weil es gibt nämlich schon noch immer ein Fahrzeug. Hier hinter der Tankstelle kannst du direkt eine Telefonzelle finden. Das ist da hole ich sie mir auch. Ist es jetzt für immer rot jetzt? Das wird für immer rot sein, wenn du es herholst sozusagen. Oh, cool. Oh, die Limo muss man ja auch noch umfährt. Oh, Alter, ich mach die Limo, glaube ich, schwarz, oder? Diesen Ball? Der Ball? Dieses. Glaubst du, man kann den Plastikball färben? Keine Ahnung. Oh mein Gott, warte mal, ich schau mal. Soll ich das ausprobieren oder willst du es ausprobieren? Ich habe hier, guck mal, die Limousine habe ich gerade auch schwarz gemacht. Oh mein Gott, ist das eine Boss-Limousine. Oh mein Gott, Lars, guck mal, Secret Service einfach. Das ist einfach richtig Secret Service, der dich hier gerade abholt. Guck mal, schwarz und weiß, die Limo ist einfach. Yo, mega. Ich liebe Limo. Ich liebe Limo auch. Man kann den Ball färben? Ey, den Panzer, wir können ja noch den Panzer färben. Das ja, geht stimmt, auch Panzer war das. Ich habe gerade eben nur so gemacht. Oh mein Gott. Okay, ich nehme mal den Ball. Oh mein Gott, lass mal, man kann den. Der Ball ist ja eigentlich nur aus Glas. Den kann man ja, glaube ich, nicht färben, oder? Kann man den Keine Ball Ahnung. Färben? Man kann den Ball färben! Man kann den Ball färben! Okay.
Legit. Okay, man kann einfach die Farbe von dem so ändern. Okay. Man kann ihn aber auch ganz dunkel schwarz machen. Was passiert, wenn man ihn einfach schwarz macht? Alter, ist einfach so ein schwarzer Hamsterball. Wie cool ist das denn? Aber er ist nicht ganz, ganz schwarz. Also er ist immer noch durchsichtig. Durchsichtig bleibt er immer. Du hast ein Riesentaxi einfach gemacht. Das ist ja viel besser als meine. Klasse, Mann. Hey, guck mal, dieser schwarze Ball, der ist ja auch nicht schlecht, ne? Das ist ja sieht echt krass. Cool aus. Ich wusste gar nicht, dass man den färben kann. Gelbe Limousine, ey. Sieht so kacke aus. Was ist das Hellste, was man machen kann? Wie verändert... Man kann hier weiß machen, dann ist hier so leicht grünlich. Ich nehme mal den Panzer, oder? Willst du den Panzer machen? Ne, mach mal einen Panzer, mach mal einen Panzer. Ich mach, glaube ich, meinen Ball so lila sogar. Ja! Oh mein Gott. So, oh mein Gott, so, back. Komme ich hier raus? Alter, ich komme nicht mehr aus der Garage raus. Doch, komm ich. Okay. Oha, der sieht so viel besser aus. Ich finde, lila sieht richtig cool aus. Ja, Mann, ich finde auch das lila richtig cool aus. Ich hole auch kurz einen Panzer. Alter, das ist voll cool. Kann man den gut umfärben, den Panzer? Ja, also schwarz, finde ich, sieht da am nicesten aus. Panzer, so, der gute alte Panzi-Panzer. So. Ich finde, gelb ist so eine gute Farbe, ey. So, gelb für den Panzer? Nee, oder meinst du alles Taxi-Style? Ja, Taxi ist richtig gut. Warte mal, wir fahren mal rein. Oder checken wir mal aus. Okay. Ja, schwarz sieht der schon echt mächtig aus, muss man schon sagen, gell? Da muss man dann... Und gelb, was? Also in gelb kann man dann sozusagen diese Striche sogar ganz wegmachen. Dann ist der einfach nur so ein Panzer, sodass man die Striche kaum so sieht. Für irgendeine Farbe, die niemand haben wird. Oh mein Gott, ich habe den jetzt so gelb gemacht, dass man sogar diese Striche außen... Dass man das nicht unterscheiden kann. Ja, man kann das gar nicht mehr unterscheiden, ne? Krass, doch, da sieht man sie ganz leicht. Aber ich glaube, Lars, der ist in schwarz sogar echt am besten. Ich mach schwarz echt am... Ja, ich bin auch am schwarz. Mach du mal schwarz und ich kann mal gucken, wie sieht der lila aus? Kann man den vielleicht in einem lässigen... Weil ich habe auch erst überlegt, so lila, aber... Doch, guck mal, super. Spaß. So ein ich habe ein dunkles Lila genommen, guck mal. Weil lila und gelb sind nämlich auch Komplementärfarben und die kann man super Junge, gut schwarz nutzen. Sieht richtig cool aus. Ja, man, schwarz sieht echt cool aus. Aber ich finde, mein lila ist auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Gut aus. Da sieht man mal, wie viel man eigentlich umfärben kann. Das war hier so eine richtige Tuning-Folge. Nicht zu vergessen, Leute, unter shop.arizo.de gibt es den neuen Dr. Auge Pullover. Dr. Auge wird es euch auf jeden Fall sehr, sehr gern haben. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis das war dann. Tuning. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.